Ja, meine lieben Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play des Ravenheart. Es handelt sich hierbei um Let's Play Mega Man. Es ist der Vorgänger von den beiden Mega Man-Teilen, bekannterweise, die wir schon geletsplayt haben. Und ja, es hat sich einiges getan in den Jahren. Wie ihr seht, haben wir hier am Anfang nur sechs Robot Master. Sieht so alles eigentlich recht schön aus. Allerdings ist hier einiges anders. Ich werde während des Spiels darauf eingehen. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier schon die erste Änderung. Das Spiel hat jetzt ein Punktesystem. Ihr wisst, fragt euch vielleicht, Punktesystem? Warum? Ja, und die abgeprallenen Kugeln, die prallen nicht richtig ab. Man kann hier so Gegner töten und Punkte sammeln. Und es gibt einen Highscore bei diesem Spiel. Allerdings ist das nicht super. Und es gibt hier keine Passworte in diesem Spiel. Könnte mal das Gegenständler langsam kommen. Ja, es ist da. Wir müssen jetzt aus solchen Loren immer hin und her springen. Oder auf solchen Falldingern. Und ja, wo ist das andere? Ja, super. Tauchst du auch mal fairerweise irgendwann mal auf? Klappt doch. So, und jetzt müssen wir mal hier schön hüpfen. Jetzt kann ich gerade nicht viel erzählen. Und es hat es geklappt. Ja, die Gegner sind lästig genug. Die tauchen nämlich, kommen nämlich immer in unserer Nähe runter. Ja, genau. Einfach wegrennen, ist das Beste. Diese zitronenähnlichen Gegenstände sind unsere Energie. Und ja, ihr seht, die Gegner halten verdammt viel aus. Aber wir können ja ordentlich draufhalten. Ich benutze wieder den Power-Button, wie gesagt. Oh, wie viel halten die aus? Hallo? Geht ja auch mal kaputt. Wollte sagen, irgendwann müsste ja mal kaputt gehen. Ich glaube, ich mache das jetzt nur noch mit dem normalen Buster. Seht ihr? Dann gehen die wenigstens kaputt. Wow. Das war aber ganz schön knapp jetzt. Ja, also. Ja, ihr werdet gleich einiges sehen, was sich geändert hat. Zum einen die Gegenstände zum Heilen. Habt ihr ja schon gesehen. Sehen nicht mehr so aus wie vorher. Und wir springen jetzt hier runter. Ich weiß zwar nicht, was es bringt. Ach ja, genau das Falsche eingesammelt. Denn dieses blaue Kügelchen dient eigentlich nur dazu, um Waffenenergie aufzuladen, wie auch schon in den anderen Teilen davor. Ah ja, wir konnten das Leben jetzt leider nicht holen. Egal. Und wir sind jetzt schon fast am Ende des Stage angelangt. Das ist sehr lustig, dass dieser Gegner nicht da hochkommt. Dann können wir ihn wenigstens in Ruhe bearbeiten. Zum Glück ist er jetzt erst da hochgekommen. Egal, und ihr seht schon, wir sind schon kurz vor Gutsman angekommen. Und wie ihr seht, ist es nicht so wie sonst, dass man einfach durchgehen kann und zum Robot Master durchgeht, sondern dass man hier erst ein bisschen was machen muss. Und ja, wir sind jetzt bei Gutsman angekommen. Ihr seht schon, da liegen zwei Brocken. Die haben eigentlich bei ihm überhaupt keine Bedeutung, denn ihr werdet später sehen, was es für eine Fähigkeit ist, die man von Gutsman bekommt. Ja, toll. Ja, super. Ausweichen sollte ich schon. Muss immer aufpassen, dass er nicht die Steine holt. Weil wenn er die Steine holt, wird es immer ein bisschen kritisch. Er ist eigentlich nicht schwer zu besiegen, wie ihr seht. Wenn ich selbst schon jetzt im ersten Anlauf was bekomme. Und man bekommt immer, wenn man einen Robot Master besiegt hat, hier so eine Kugel. Die muss man immer einsammeln. Denn das ist quasi immer die Fähigkeit. So ungefähr, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Und wir bekommen die 5000 Clear Points und auch nochmal 9 Punkte für 9 Kugeln, die wir eingesammelt haben. 9000 Punkte, wir haben jetzt also 81.000 Punkte insgesamt. Und können jetzt die nächste Stage betreten. Das wird die von Cutman sein. Also, bis dann, sprach der Raven halt nimmermehr.